Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, beziehungsweise könnt es vielleicht jetzt auch erahnen. Wir testen heute mal etwas anderes. Ihr wisst, ich bin ja immer Metzler treu, fahre immer K1 vorne und hinten im Rennen K0 oder K1. Bin sehr zufrieden. Metzler und Pirelli sind ja, wie vielleicht viele wissen, ja eng verbandelt. Und ich darf jetzt tatsächlich mal, obwohl ich ja eigentlich Metzler Markenbotschafter bin und ich auch immer noch der Meinung bin, dass da die Preis-Leistung ultra geil ist, erlaubt es mir tatsächlich mal, einen Pirelli zu fahren. Und zwar nicht nur irgendein Pirelli, sondern einen Pirelli, und ihr könnt es vielleicht im besten Fall nicht erkennen, an der Reifendimension, einen Big Size. Vorne hinten darf ich jetzt SC1 Big Size fahren. Vorteil von den Big Size Reifen soll sein, dass ich in Schräglage früher ans Gas gehen kann und auch mehr Speed noch mitnehmen kann. Ich bin sehr gespannt, ich bin es noch nie gefahren. Soll eigentlich deutlich schneller sein. Mal gucken, was es wird. Wir liegen aktuell bei einer 43,8. Bin gespannt, ob ich mich dran gewöhnen kann. Vorne hinten wird das jetzt gleich reingespannt. Lieben Dank auch an Metzler, dass ich sowas machen darf. Zum Beispiel Medals oder auch die EDM fahren fast alle nur Big Size. Dementsprechend bin ich natürlich noch mehr gespannt, inwieweit mir das noch was bringt. Ich würde sagen, wir legen los, schwingen uns aufs Bike und schauen mal, was es wird. Bevor es losgeht, aber vielleicht noch ein kurzer ehrlicher Vergleich zwischen dem Pirelli Big Size und dem Metzler Reifen. Die Big Size Reifen sollen durch den veränderten Flankenwinkel mehr Auflagefläche in Schräglage und damit mehr Traktion bieten. Unter anderem werden die Reifen auch in der WSBK gefahren, sind aber damit nicht unbedingt für jeden Hobbyfahrer geeignet. Wie es sich für mich anfühlt, werden wir dann gleich ausprobieren. Auf dem Metzler-Reifen bin ich schon seit mehreren Jahren unterwegs, top zufrieden, und die Zeiten sprechen, denke ich, auch für sich. Gerade die Präzision des Vorderrads sowie das leichte Handling haben mich extrem voran in den Zeiten gebracht. Ja, und an dem Thema kommen wir leider auch nicht vorbei. Auch ein sehr wichtiger Faktor in unserem Hobbysport ist natürlich auch der Preis. Ein Satz SC1 Pirelli Big Size liegt ca. bei 520 Euro. Da kann sich der Metzler-Satz mit 420 Euro deutlich absetzen. Und ob sich die 100 Euro Unterschied pro Satz lohnen, das probieren wir jetzt aus, weil das macht übers Jahr, denke ich, auch einen ganz schön großen Unterschied im Geldbeutel. Damit geht es direkt einmal auf eine schnelle fliegende Runde, beziehungsweise meine erste richtige schnelle Runde mit diesem Reifen. Es kommt natürlich jetzt einige Faktoren zusammen. Einmal ist es ein frischer Reifen. Ich bin die alte Zeit mit einem leicht gebrauchten Metzler gefahren. Deswegen müssen wir das nochmal mit dem Vergleich ein bisschen schauen. Aber was ich auf jeden Fall direkt am Anfang gemerkt habe, ist auf jeden Fall das Vorderrad. Das Vorderrad vorne super präzise, super stabil. Gerade hier durch den Knick komme ich mit deutlich mehr Kurvenspeed. Ich habe es danach auch noch mal im Data Recording verglichen. Das waren einige km/h noch mal mehr einfach an Grundkurvenspeed. Und ihr seht es auch hier, der frische Reifen greift natürlich. Die TC regelt fast gar nicht. Man hat Grip, man kann gut durchbeschleunigen. Habe ich direkt umgesetzt, hat mega Spaß gemacht. Bin allgemein eher jetzt schon langsam mal dahin gekommen, dass ich auch einen neuen Reifen umsetzen kann. Sprich, da auch noch mal deutlich schneller werden kann. Und hier auch wieder so eine lange Rechtskurve, gerade in Cartagena konnten wir diesen Big-Size-Reifen auch mal schön testen. Was ich jedoch merke, war zum Beispiel ganz am Anfang gerade eben in der Strecke, der Kurvenspeed grundsätzlich ist höher, das Einlenken ist auch schneller und das Hinfahren, oder beziehungsweise das zum Scheitel hinfahren ist deutlich schneller und präziser. Aber jetzt zum Beispiel so dieses Umlegen auf der Bremse, da habe ich mich mit dem K1 irgendwie wohler gefühlt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Motorrad ein bisschen agiler fährt. Also es ist nicht so, dass der Big-Size-Reifen auch für jeden was ist. Ich fahre allerdings mit sehr viel Hanging oft und dementsprechend kriege ich das Motorrad auch gut in die Kurven eingelenkt. Aber darauf will ich einmal zurückkommen, dass der Big-Size-Reifen nicht unbedingt für jeden was ist, wenn man nicht richtig körperaktiv Motorrad fährt und das Motorrad auch in die Ecken gelenkt bekommt. Allgemein jetzt hier eine meiner Lieblingskurven. Hier war ich auch nochmal deutlich schneller mit dem Big-Size-Reifen. Ich kann stabil hinfahren und jetzt guck mal, ich mache das Gas auf. Bisschen TC, aber eher die Wheelie-Control, die regelt, und ich kann richtig schön durchbeschleunigen. Sehr geiles Gefühl auf dem Big-Size-Reifen. Wir werden das Ganze auch noch in Aragon ein bisschen weiter testen. Und ich habe es auch schon bei den Germoto Masters jetzt wieder getestet. So ein bisschen den Vergleich übers Jahr mal halten. Ich war aber sehr zufrieden. Den frischen Reifen haben wir auf jeden Fall umgesetzt. Fast eine Sekunde schneller in der ersten Runde. Leider gab es gerade eben einen Sturz von dem Nils Schäfer. Ich gucke da schon rüber zu ihm. Und deswegen bin ich dann auch in die Box gefahren. Zu einem, ja, kleinen kurzen Fazit.
Leute, ich bin vom ersten Turn mit dem Big Size Reifen hier zurück. Leider hat sich Nils gerade auf die Fresse gelegt. Dem geht's aber gut, Bike geht's gut, steht auch schon wieder in der Ecke und ist sauber. Also dementsprechend alles so halb so wild. Aber ich kann dann immer nicht weiterfahren, wenn meine Kumpels im Kiesbett liegen. Ich hasse das, bin dann rausgefahren. Bin, glaube ich, nur 3 gezeitete Runden gefahren, aber direkt schneller gefahren. 1 Sekunde als meine Personal Best hier in Cartagena. Ihr habt es ja schon alles gesehen. Ich muss wirklich sagen, jetzt schon die ersten Feelings in den ersten Runden sind echt krass, wie gut und wie stabil ich einlenken kann auf der Bremse und wie ich auch den Kurvenspeed und die Linie trotzdem halten kann. Und dann das Rausbeschleunigen auf jeden Fall auch. Klar, frischer Reifen geht sowieso besser. Ich will auch den Mazda K1 in keinster Weise jetzt gerade schlecht reden. Wir sprechen natürlich hier auch in einem anderen Preissegment nochmal. Und auch in der Haltbarkeit würde ich jetzt mal behaupten, wird der SC1 Pirelli Big Size hier nochmal deutlich früher kaputt gehen. Aber sehr, sehr geil, dass ich das Ganze mal testen darf. Ich bin bis jetzt schon sehr begeistert und will jetzt nochmal am nächsten Turn gemeinsam mit euch gucken, was wir denn da machen können. Ich muss nämlich erstmal selber für mich rausfinden, wie schnell ich mit diesem Reifen fahren kann. Ich bin die ganze Zeit Metzler gefahren, die ganze Zeit K1 gefahren. Ich weiß ungefähr, wo da nicht das Limit liegt, aber wo mein Limit mit dem Reifen liegt. Und ich denke, ich könnte auch gut jetzt die Big Size Performance wieder auf ein K1 übertragen. Also man müsste vielleicht gar nicht die ganze Zeit den Reifen dann fahren. Sehr, sehr spannend das ganze Thema. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Reifen fahrt. Und für mich geht es dann jetzt nochmal raus. Ich nehme euch mit. Wir gucken, ob da noch was geht. Viel Spaß. Ich würde behaupten, da geht noch ein Tick, aber es ist so krass, wie runder man den an den Seiten noch abfährt. So, und das soll es gewesen sein. Das ist der zweite Turn jetzt gerade eben nochmal mit dem Big Size gewesen. Sehr, sehr geiles Fahrgefühl. Also ich muss mich, wie gesagt, auch immer noch mehr drauf einschießen. Aber ja, ich muss wirklich sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut vom Fahren. Bin jetzt ja über eine Sekunde damit auch schneller gewesen. Das finde ich auch beachtlich. Da geht sogar noch mehr. Es liegt jetzt gerade echt an meiner körperlichen Verfassung. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und ja, guck so, was mit einem anderen Reifen geht, ist echt ein schwieriges Thema, die Reifenwahl. Ich könnte euch jetzt gerade nicht sagen, wann K1, wann Big Size und so weiter. Also K1 gibt es halt nicht in den Big Size Dimensionen. Aber ich würde behaupten, ich kriege auch mit dem K1 sehr, 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 sehr gute Zeiten, gleiche Zeiten hin. Das Ganze werden wir jetzt über das Jahr mal ein bisschen beobachten. Ich werde mal verschiedene Reifen testen und euch da weiterhin einen Überblick geben. So viel erstmal aus Cartagena. Jetzt geht's nach Hause und dann sehen wir uns in ja, wahrscheinlich Aragon schon wieder. Da war ich noch nie. Das wird imposant. Freut euch drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.